Als nächstes sehen wir ebenfalls aus Deutschland das Team Wasserhorst Leonberg. Dieses Team ist das führende Team nach den ersten beiden Wettkämpfen in Offenburg und Leonberg. Sie werden natürlich versuchen, diese Führung zu halten. Und deswegen sind wir gespannt, wie das heute bei Ihnen läuft. Das Team Wasserhorst Leonberg mit Wolfgang Lenz an der Longe und dem Pferd Leon. Thank you.
ganz vorne Führer, auch Führerbieter, höchste Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, bezüglich Schwierigkeitsgrad ist das ja wirklich nicht mehr zu toppen. Ein paar ganz tolle Abgänge, das ist das, was so für mich rausgestochen hat, diese tollen Abgänge. Wolfgang, gestern hatten wir 8,700, das ist ja fast nicht mehr zu toppen. Was meinst du so heute? Nur die Note sind die Punkte, die sind immer relativ. Den Ansatz, aber wir waren heute definitiv besser. Gestern in der Folge, die kleinen Punkte hier halten, die Eiklasse, das wird immer sauber. Ja, das ist wirklich toll. Und wir haben 4 Sekunden, das ist neu. Ja, jemand nicht zufrieden mit der Leistung? Okay, die sind zufrieden, das wissen sie natürlich auch. Jetzt schauen wir auch, was die Schüler meint. Also wir haben es natürlich auch getoppt, bis jetzt jede Mannschaft hat ein besseres Resultat als gestern Abend erreicht. Gestern 8,700, heute 8,976. 8,976. Er hat das Ganze mit seinem Team organisiert. Er wird dann im Anfang.